Mia Cash hat früher in einem Nachtclub in Passau gearbeitet, jetzt ist sie YouTuberin. In der Nacht von Freitag auf Samstag im Dezember 2015 hat sie einen sehr großen, bekannten YouTuber in dem Bordell, wo sie gearbeitet hat, gesehen. Er sei aus dem Verrichtungsraum, wo man bezahlten Geschlechtsverkehr hat, mit einer früheren Kollegin gekommen. Also hat er höchstwahrscheinlich bezahlten Sex gehabt. Wer dieser große, bekannte YouTuber ist, sagt sie nicht direkt. Aus verschiedenen Gründen kann es aber nur Simon Desue sein. Der YouTuber habe eine andere Hautfarbe. Passt zu Simon Desue. Ebenfalls ist klar erkennbar, dass auf dem Thumbnail Simon Desue abgebildet ist. Der YouTuber sei zuvor auf einer Clubtour gewesen. Das passt ebenfalls, da in Passau, wo auch das von ihr beschriebene Bordell ist, an dem gleichen Abend Simon Desue einen Auftritt in einer Disco hatte. Mia Cash behauptet in ihrem Video, dass sie niemanden schaden möchte. Meiner Meinung nach hat das einen negativen Einfluss auf den Ruf von Simon Desue und schadet ihm deswegen. Sie rechtfertigt die Veröffentlichung ihrer Story mit folgendem. Natürlich kann man jetzt sagen, so, boah, voll krass, dass du sowas erzählst und so. Aber ja, keine Ahnung. Wenn man eine Person im öffentlichen Leben ist, dann muss man ja auch irgendwie damit rechnen, dass einen Leute eventuell wiedererkennen. Also an sich ist wirklich nichts Schlimmes an der Sache. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Story nur fake ist und sie nur Aufmerksamkeit generieren möchte. Was meint ihr? War wirklich Simon Desue an diesem Abend im Bordell? Oben rechts auf dem i könnt ihr darüber abstimmen. Teilt das Video, würde mich freuen.